ich hier gerade den nächsten Versuchsaufbau für den Speedport W900V vorbereite, habe ich in die kleine Grabbelkiste gegriffen, wo halt Geräte drin sind, die mir SOPL mitgeschickt hatte. Und das ist hier eine Ladeschale von einem Telefon und ja, wie man sieht, sind die Untersetzer hier, die Gummiuntersetzer, zu einer durchsichtigen, klebrigen Masse verlaufen. Ja, da ist das Gummi gerade dabei, sich aufzulösen und flüssig zu werden. Das wollte ich eben nur mal loswerden. So, da ich ein bisschen hier mit den Akkus hier rumhantieren muss, weil ich nicht so viele 3x AA-Batterien habe, schon mal ein Ergebnis. Das Speedphone verbindet sich nicht mit dem Speedport W900V, weil der Speedport zu alt ist. Deswegen werde ich jetzt die Batterien austauschen, die Akkus hier drin sind, und hier mal in dieses Sinus 300 mal einbauen. Und ja, ihr seht richtig, das Telefon heißt Sinus. Nicht nur Router sind von der Telekom unter dem Namen Sinus vertrieben worden, sondern auch Telefone. So, ich habe mal die Batterien reingetan in dieses T-Com Sinus 300 und ich werde es mal starten. Da muss ich hier drauf drücken, also gerade ging es mal an. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Warte mal eben. Anmelden, abmelden, Mobilteil. Ich versuch's mal. Ich habe den jetzt schon mal hier gesagt, dem Speedport, dass er schon mal hier schnurlose Telefon anmelden soll. Jetzt steht beim Speedport schnurlos Decktelefon jetzt anmelden und anschließend Fenster schließen. Ich sage ihm ja jetzt mal Basis A. Probiere ich mal aus. PIN eingeben. Sollte ja viermal die 0 sein. Suche Basis. Deckt es am Router an. Also ich mache das zum ersten Mal mit so einem alten Speedport. Deswegen keine Ahnung. Warte mal, wenn ich jetzt sage, okay, hier. Okay. Hab ich die. Ihr sollt immer noch die Basis, obwohl deckt eigentlich an ist. Ich sag nochmal, schnurlos Telefon anmelden. Hier, Sie können Decktelefon an der Fritzbox an abmelden. Zum Anmelden des Decktelefons müssen Sie die System-PIN im Lieferzustand 0000 am Mobiltelefon eingeben. Ja, entweder ist jetzt der Akku leer oder... Nochmal. Ich versuche jetzt mal Basis B. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das nicht funktioniert, weil da jetzt die Firmware der Fritzbox drauf ist. Mit Hilfe der Paging und so weiter. Ne, suche Basis. Warte mal, war das da jetzt intern? Hat er sich jetzt verbunden? Obwohl die Box sagt gerade, es sind keine Teilnehmer angemeldet. Ah, warte mal. Ah, toll. Hat mich die Box gerade wieder rausgeschmissen?
Da sagt er, ein schnurloses Telefon ist angemeldet. Hier deckt ein schnurloses Telefon angemeldet. Ich hoffe, ihr seht das aus dem Winkel. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Intern, warte mal. Wenn ich jetzt hier mal Sternchen 1 mache. Okay, das geht. Jetzt meldet sich Lemmy, warte mal eben. Hinten das V-Tech zu Wort, was wir ja schon kennen. Hallo, da hört man mich doch. Geht. Wie gesagt, das funktioniert. So, wenn ich jetzt versuche, welche Nummer hat er? Warte mal, ich versuche mal eben die 2 vom ISDN-Gerät aus. Aber ich muss da eben nochmal gucken, weil der ist ja noch keine Nummer zugewiesen, soweit ich weiß. Ja. Muss ich aus dem Winkel hier machen, eben. So, jetzt nochmal. So, deckt, ne, beziehungsweise Telefonie. So, also mal gucken, Schnurstelefon deckt. Geht. Kann ich jetzt auch nicht abstellen, weil das sollte. Das geht jetzt eine Minute. Gucken, welche Internummer. Ah, 51 hat er. Dann versuche ich das jetzt mal. Am ISDN-Telefon Sternchen 51. Grausam. Grausamer Ton. Sehr grausam. Ja, funktioniert. Dann werde ich jetzt mal ein anderes Telefon anschließen. So, da bin ich jetzt wieder. Ich muss hier auf Mobilteil anmelden gehen. So, jetzt gehe ich wieder auf die Fritzbox hier und sage Schnurloses Telefon anmelden. So, das Fenster ist wieder offen. Jetzt sage ich hier okay. So, 1 ist die Hauptbasis, 2 ist der Speedboard unten. Damit habe ich schon mal verbunden gehabt. Jetzt belege ich die damit. Jetzt sage ich 0000. Eine 0 zu viel. Pager-Taste der Basis drücken und halten. Na gut, das hat sie jetzt nicht. So, jetzt ist die Frage, hat er sich jetzt angemeldet? Ja oder ja? Okay, ich sehe jetzt hier 2 Geräte. Hier ist die Telefonanlage Nummer 51, warte mal. Wenn ich jetzt versuche, mit dem hier zu telefonieren. Es ist angemeldet.
Hallo, hallo, hallo. So. Und wenn ich jetzt die 51 betätige, müsste jetzt die altbekannte Melodie auftauchen. Warte mal eben. Kann auch sein, dass beide Telefone klingeln. Ich mache das jetzt zum ersten Mal mit der... Mit der. Geht, beide sind angemeldet. Oh, ist ja grausam hier immer. Oh, das muss bei dem umgeändert werden. Okay, das Telefon ist angemeldet. So, Zuordnung, es sind keine MSN, alle reagieren. Intel 51, okay. Ja, da müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber ihr seht, die beiden Telefone funktionieren mit der Box. Einzige, das Speedphone, das möchte nicht mit der zusammenarbeiten. Ich vermute mal zu neu, dass das ein Protokoll benutzt, was die Box nicht versteht. Meine Vermutung, neueres Deckprotokoll, keine Ahnung. In der Materie bin ich nicht so weit drin. So, dann lass mal gucken, dass wir von dem Telefon hier mal den Ton ändern. Ist ja grausam. Was haben wir denn da eigentlich? Tonruf? Oh Gottchen. Das hört sich schon besser an. Also diese polyphone Klingmelodie, ne? Komm, lass mal das hier. Ist zumindest angenehmer als das andere Ding. Schöner Sonnenuntergang. Was willst du mehr? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Was haben wir hier intern? Sehr viele interne. Warte, wenn ich jetzt auf Einzelmal hämmere... Wiederhole ich gehen, weil ich muss nämlich dann hier Sternchen... Wenn ich jetzt die 51 nehme, dann ist doch belegt, ne? Nee, dann ruft er das an. Das war jetzt die Antwort. Warte mal eben. So, wenn man jetzt länger hält, dann müsste jetzt der Lautsprecher an sein, ne? Hallo? Nee. Hallo? Hallo, hallo? Ah, so geht's. Also die rufen sich gegenseitig unter der Nummer 51 an, die beiden intern hier. Okay. So. Wenn ich jetzt allerdings hier versuche, mal von ihmchen hier die 1 anzurufen, geht das? Alles klar, geht. Aber ich weiß noch nicht, welche Nummer das ISDN-Telefon hier hat. Ich kann immer nur... Sternchen, Sternchen 5.
Sternchen 21. Sternchen, Sternchen 5, Sternchen 21. Versuche ich mal. Eine wilde Nummer. Sternchen, Sternchen 5, Sternchen 21. Hallo, wie geht's denn so? Okay, Sternchen, Sternchen 5, 1, Sternchen, Sternchen, Sternchen 5, Sternchen 21, Sternchen. Was für eine Nummer. Die habe ich da gar nicht eingetragen. Ich habe den die MSN 21 gegeben, dem ISDN-Telefon. Okay, funktioniert. Sehr schön. Tja, das wollte ich ausprobieren. So, und was ich noch mit dem Teil gemacht habe, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es geschafft. Wie gesagt, die Option war sogar... Wenn ich da jetzt hinkomme, Internet... Wenn du längere Zeit nichts machst, dann schmeiß dich die Box aus Sicherheitsgründen raus. Ist in Ordnung. Das habe ich jetzt gemacht hier. Internetzugang über LAN 1. Dann habe ich den Schalter auf externes Modem umgestellt. Und jetzt bin ich hier, jetzt habe ich gesagt, vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mit benutzen, IP-Client. Und jetzt ist die Speedbox hier bei uns im lokalen Netzwerk unterwegs. Cool. Wäre mit der Firmware, der originalen Firmware der Telekom nicht möglich gewesen. Das habe ich ja damals mit dem Speedboard 701 und dem Speedboard 700 mal versucht. Wo ihr dabei gewesen seid. Nee, funktioniert. Damit kann man die Speedbox hier als IP-Client im lokalen Netzwerk benutzen. Einfach nur geil als Access Point zum Beispiel für ältere Computer, die nur 11 Megabit die Sekunde im WLAN funken können oder nur 54 oder diese kleine Spielereien hier. Wenn ich das jetzt noch hinkriege, das überlegen, dass ich dann hierüber irgendwie telefonieren kann. Voice over IP. Das ist ein Experiment für später. Wie gesagt, die Box ist drin. Da muss ich mal gucken, ob das funktioniert irgendwie. Ja, also das war's. Also die Telefon ist angeschlossen. Einmal die Telekom-eigenen Telefon, dann hier ein Fremdanbieter von Tevion. Geht auch. Speedphone ist zu neu. Die werden von VTech gezimmert. Ist dieselbe Firma, die auch hier das andere Sinus gezimmert hat. Dieses hier. Steht hier oben drauf, ist aber ein Sinus PA102, also wie gesagt, die Telekom hat nicht nur Router mit dem Namen Sinus vertrieben, sondern auch Telefone. Und da wir gerade beim Thema Router und Telefone sind, wie kann man dann die Sinus-Reihe miteinander gut verbinden? Mit diesem Schnickenteil hier. Ist ein Router. Der Sinus W500V. Ja, Sinus, nicht Speedport. Es gibt auch den Speedport W500V, den haben die auch im Angebot.
Wenn ich den jetzt gerade finde, warte mal. Das ist dann der hier. Heißes Gerät. Und ich vermute mal, dass der Sinus 300, das Telefönchen hier mit dem zusammengeliefert worden ist. Ich bin mir nicht sicher. Weil der lag so einsam und verlassen hier, dieser Sinus hier im Fundus rum. Aber ich habe da noch einen Sinus im Angebot, ein Telefon. Dieses hier, das ist nicht von SOPL mit, das habe ich von Bekannten gekriegt. Das war die Killer-Aktion im Jahre 2015 im Februar, da war das dabei gewesen. Ohne Ladestation. Das ist die Anweisung dazu, die habe ich wieder aus einem anderen Fundus her, keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist die Ladestation, die eigentlich bei dem Telefon dabei gewesen wäre. Stand 2002, die Anweisung, das ist auch ein bisschen älter, das Telefon. Ja. So. Aber wie gesagt, wir machen erstmal mit den Routern weiter und dann gehen wir mal so ein bisschen hier die Telefone durch, die hier rumparken. Ja, wenn das mit der Fritz-Oberfläche mal läuft, dann läuft's. Finde ich gar nicht mehr so verkehrt. Dann werden hier Funktionen der Box freigeschaltet, die mit der Telekom-Firmware gar nicht möglich sind. Aber wie gesagt, leider funktioniert das mit dem Fritzen nicht mehr heute so. Einfach, wie gesagt, ich habe es im Jahre 2017 versucht mit der Eumex. Fehlgeschlagen nach Anleitung, dann mit dem Speedport vor kurzem, war der so live dabei so ein bisschen, auch fehlgeschlagen. Ja, aber wie gesagt, wenn es mal läuft, dann läuft's. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Speedbox, so nenne ich die jetzt offiziell auch, Speedbox W900V. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann demnächst wieder.